Also Satire ist ja eigentlich Satire. Wenn ich eine Satire-Sendung schaue, dann gehe ich davon aus, dass das, was dort gesagt wird, auch satirisch gemeint ist. Und bei einem Twitter-Account einer Satire-Sendung sollte man ja eigentlich auch davon ausgehen. Aber das ist manchmal etwas schwer zu unterscheiden. Zum Beispiel, wenn es um den Twitter-Account der ZDF-Heute-Show geht. Da fragt man sich jedes Mal, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das jetzt auch ein Gag? Jedes sechste Kind in Deutschland wiegt zu viel. Sollte an Kinder gerichtete Werbung verboten werden? Ein Thread. Bundesernährungsminister Cem Özdemir will zum Schutz von Kindern Werbung für ungesunde Lebensmittel in weiten Teilen verbieten. An Kinder gerichtete Werbung soll im Fernsehen, Radio und in sozialen Medien von 6 bis 23 Uhr verboten werden. Außerdem soll das Verbot auch in Zeitungen oder im Umkreis von 100 Metern zu Schulen, Kitas und Freizeiteinrichtungen gelten. Warum ist eine Regulierung wichtig? Bisher sehen Kinder, die Medien nutzen, täglich im Schnitt 15 Werbespots für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt. Die Situation ist ernst. Nee, lass mal. Nach Angaben der Bundesregierung sind rund 15% der 3- bis 17-Jährigen in Deutschland übergewichtig. Fast 6% sind adipös. Ich weiß, ihr habt Spaß, Leute. Ich weiß. Durch eine ungesunde Ernährung nehmen in Deutschland mitbedingte Krankheiten wie Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes oder Herzinfarkt zu. Bei den Herstellern stößt man auf Widerstand. Der BDSI findet Özdemirs Vorschlag nicht verhältnismäßig und zudem verfassungsrechtlich bedenklich. Lebensmittelkonzerne in Deutschland haben im Jahr 2022 mit Süßwaren und Snacks gut 20 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Fast doppelt so viel wie vor 10 Jahren. Staatliche Regulierung wirkt. In Großbritannien müssen Hersteller zahlen, wenn ihre Getränke eine bestimmte Menge Zucker überschreiten. Mit Erfolg. Laut Foodwatch hat Coca-Cola den Zuckergehalt bei seinen Marken Fanta und Sprite daraufhin gesenkt. Ach ja, Leute, ihr macht mich verrückt. Widerstand gegen das Werbeverbot kommt auch von der FDP. Dabei hat sie dem Werbeverbot im Koalitionsvertrag noch zugestimmt. Mehr dazu erfahrt ihr auf unserer Homepage. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ähnlich verhält es sich mit der Sendung Mein Tower im Hessischen Rundfunk. Das ist so eine Sendung, ja, die läuft so nachmittags, ist so ein bisschen ähnlich strukturiert wie Volles Haus in Sat.1 eigentlich. Nur bei Mein Tower ist eben der Unterschied, dafür kommt der Gebührenzahler auf. Und da gibt es dann eben so hochintelligente Beiträge wie den hier zu sehen. Kuscheln ist total gesund, denn unser Körper haut beim gegenseitigen Streicheln jede Menge Hormone raus. Na cool, dann verbreiten wir in Hessen doch ein paar Glücksgefühle. Darf ich dich in den Arm nehmen? Mich? Ja. Ja. Ich habe auch gar heute Geburtstag. Passt ja. Du hast Geburtstag? Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Tatsächlich brauchen nicht alle Menschen gleich viele Kuscheleinheiten. Das liegt an der Kultur, aber auch wie wir erzogen worden sind und manchmal auch an Phobien. Gar keine Nähe ist allerdings nie gesund. Wahnsinn. Was für ein tiefgründiger Beitrag. Ja. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen vertiefen können mit wissenschaftlichen Fakten oder einem Experten oder irgend sowas. Ich meine, das Thema Kuscheln, ja, da gibt es viel zu sagen, sicherlich. Ist doch sicherlich schon wissenschaftlich erforscht. Aber so, vor allem frage ich mich, wie viel Geld den Gebührenzahler dieses bescheuerte Kostüm wohl gekostet hat. Die Mediatheke, jeden Samstag neu auf Massengeschmack TV und es gibt dort noch viele weitere Beiträge, die gar nicht auf YouTube erscheinen. Also es lohnt sich, ein Abo bei uns abzuschließen. Jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.